Herzlich willkommen zu unserem Transferforum. Ich gucke so ein bisschen rüber, weil da der Monitor ist, auf dem meine Folien liegen zum Transferforum Smarte Quartiere, Logistik, Energie und Mobilität. Mein Name ist Dr. Stefan Schwab. Ich bin Abteilungsleiter für die Abteilung Control and Information Technology im Forschungsbereich Embedded Systems und Sensor Engineering hier am FZI Forschungszentrum Informatik. Vor meiner Tätigkeit am FZI war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme von Professor Sören Hohmann am KIT. Habe dort auch promoviert zum Thema garantierte Verifikation dynamischer Systeme und dann im Jahr 2018 die Abteilungsleitung hier am FZI übernommen. Ich freue mich sehr, dass wir hier so eine große Anzahl an Speaker zusammengekriegt haben, die doch sehr wesentliche Teile unseres täglichen Lebens betrachten. Ich denke, Energie, nicht erst jetzt seit den neuesten Ergebnissen in aller Munde. Wie machen wir unsere Energie? Wo kommt die her? Wie schaffen wir es, dass die auch immer da sein wird? Ähnlich großes Thema Mobilität. Wie kommen die Menschen von A nach B? Wie kommen auch Güter von A nach B? Was uns dann eben zum Logistikfragestellung bringt. Kombinierte Systeme, auch Dinge, die wir am FZI untersuchen. Wie kann man denn Systeme schaffen, die sowohl für Menschen als auch für Güter Vorteile bringen, nutzbar sind, von dem einen wie vom anderen genutzt werden können, mit einem symbiontischen Ansatz möglicherweise. Also alles ganz, ganz spannende und hochrelevante Fragestellungen. Und zu jedem der drei Themen haben wir dann eben einen Speaker bzw. Speakerpaar heute hier, die uns dazu einen Vortrag geben. Übergeordnet haben wir noch Herrn Professor Schmeck, der die einleitende Klammer bildet. Und nach den vier Vorträgen werden wir dann in eine Diskussionsrunde einsteigen, um die Themen noch ein bisschen vertiefen zusammen. Genau, los geht es dann eben auch schon mit dem Impuls zur Einführung des Querschnittsthema von Professor Dr. Hartmut Schmeck. Den möchte ich jetzt kurz vorstellen, wie die anderen Speaker dann eben auch. Herr Schmeck ist Direktor am FZI Forschungszentrum Informatik und Professor am Karlsruher Institut für Technologie. Seit 2011 arbeitet er als FZI-Direktor an der Gestaltung verlässlicher und gleichzeitig selbstorganisierender adaptiver Systeme mit Anwendungen im Energie- und Verkehrsbereich. Als maßgebliches Mitglied mehrerer Förderprojekte, verschiedener Förderprogramme, treibt er die Entwicklung intelligenter Systeme in zukünftigen Energienetzen und für die Elektromobilität voran und wirkt bei der Gestaltung der neuen Disziplin Energieinformatik mit. Herr Professor Schmeck, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ich gebe Ihnen mal den Bildschirm frei. Oder Sie müssen den freigeben. muss ich noch einmal auf Sie Stopp müssen drücken? sie Auf mal, Stopp. genau. Ja, ich freue mich, dass ich heute diesen Vortrag halten kann. Vielen Dank für die Einführung. Ich muss sagen, zu Beginn, Gedanken sind heute eigentlich irgendwie abgelenkt durch Dinge, die heute alle so ablaufen in der Ukraine. Das bewegt einen schon. Trotzdem wollen wir uns jetzt mit dem Thema smarte Quartiere beschäftigen, mit Logistik, Energie und Mobilität. Und ich möchte einen kurzen Einblick geben in das, worum es uns eigentlich geht bei diesem Thema. Was ist eigentlich ein Quartier? Ich muss ganz kurz meinen Pointer hier nehmen. Was ist ein Quartier? Ein Quartier, hier sehen Sie ein Quartier, das Foto eines Quartiers. Wir sind ja eigentlich wären wir hier im FZI. Und hier sehen Sie also ein Stadtquartier ganz in der Nähe. Da sieht man Dinge, die haben etwas zu tun mit Leben und Arbeiten. Hier wohnen Menschen, hier arbeiten Menschen. Es arbeiten Menschen in Industriegebieten. Hier ist die Höpfner Brauerei. Da ist ein großes Bürogebäude. Wir sehen Straßenzüge, wir sehen Autos. Also sehr viele Dinge haben zu tun mit einem Quartier. Hier wird die Freizeit verbracht. Es geht um soziale Beziehungen. Es geht auch um Gesundheit. Und damit das alles hier vernünftig gelebt werden kann, damit wir hier arbeiten können, Freizeit verbringen können, brauchen wir
Natürlich Logistik. Und zwar brauchen wir die Logistik, weil wir uns versorgen wollen mit Waren. Wir wollen auch Waren aus dem Quartier nach außen bringen. Also die Brauerei möchte natürlich Bier liefern. Wir müssen Abfall entsorgen, nicht nur Waren, auch Abfall wird transportiert, ist zum Teil auch eine Ware. Und dann brauchen wir natürlich Energie, um zu leben. Wir brauchen Strom, wir brauchen Wärme, wir brauchen Kälte, wir brauchen Gas. Wir brauchen auch Wasser, damit wir heizen können und so weiter, damit wir Wärme transportieren können. Also Energie ist ein ganz zentraler Bereich und natürlich Mobilität. Wir wollen uns fortbewegen können innerhalb des Quartiers. Wir wollen uns nach außen bewegen können. Es wollen sich Menschen von außen in das Quartier hinein bewegen oder wir wollen uns aus dem Quartier nach außen bewegen. Und das machen wir mit verschiedensten Objekten, mit Autos, mit der Straßenbahn, die fährt da oben längs. Also Fortbewegung ist ein ganz wesentlicher Teil. Mobilität ist ein wesentlicher Aspekt eines Quartiers. Natürlich ist im Quartier auch wichtig die Kommunikation und der Austausch. Ansonsten können wir nicht über soziale Beziehungen reden. Das ist heute nicht so sehr im Fokus. Aber ein Thema ist auch noch im Fokus, nämlich das Thema, dass wir über smarte Quartiere reden. Und was verstehen wir eigentlich unter dem Begriff smart? Wenn wir von smart reden, dann wollen wir gerne die Abläufe in dem Quartier möglichst optimieren. Wie machen wir das? Dazu ist eine Voraussetzung, dass wir Informationen haben über das, was im Quartier passiert. Dazu brauchen wir Messtechnik, Sensorik. Wir erheben Daten, die uns erlauben zu beobachten, was in dem Quartier gerade abläuft. Wir können uns im Quartier vernetzen. Wir können die Daten zusammenbringen in geeigneter Art und Weise, um dann Abläufe optimieren zu können, also bestmöglich zu gestalten. Und bestmöglich muss natürlich so gemacht werden, dass auch die Anforderungen der Bewohner erfüllt sind. Also Partizipation ist in einem smarten Quartier immer ein wichtiges Thema, weil die Präferenzen der Bewohner beachtet werden müssen. Sie müssen beteiligt werden bei der Gestaltung der Abläufe, bei der Optimierung der Abläufe. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, dass eine Interaktion da ist zwischen den Bewohnern, den Akteuren in so einem Quartier und denjenigen, die eben die Abläufe optimieren. Und allein dieser Begriff, wir optimieren das, ist schon sehr vielgestaltig, genauso wie Logistik, Mobilität. Das Ganze kann zentral gesteuert werden, dezentral gesteuert werden, viele Gestaltungsmöglichkeiten. Damit werden wir uns heute insbesondere unter den Aspekten Logistik, Energie und Mobilität beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit diesen Themen aber auch traditionell am FZI in einer ganzen Reihe von Projekten. Und ich möchte ganz kurz einmal aufzeigen, was wir am FZI dazu tun. Da gibt es eine Reihe verschiedener Projekte, zum Beispiel im Bereich Logistik, ein Projekt Helios, da geht es um automatisierte oder Lastenfahrräder. Es geht um Lieferbots, um Lieferbotnetz, um Logiktram, also Warentransport mit verschiedenen Transportmitteln, mit Fahrrädern, mit Bots, also Robots, mit autonom fahrenden Geräten oder auch mit Schwarmbots. Und Efeu Campus steht hier auch, das ist ja ein RegioWind-Projekt, wo es um automatisierte urbane Logistik geht. Im Bereich Energie haben wir eine ganze Reihe Projekte, die sich mit Quartieren beschäftigen. Das Synergiequartier Waldorf, wo es darum geht, wie die Menschen in einem Feldversuch dort reagieren auf dynamisch veränderliche Preise und dann ihre Last, ihren Energieverbrauch darauf einstellen. Bei FlexCube Grid auch ein Projekt mit einem großen Feldversuch, in dem Netzlabor der Netze BW in Freiamt im Schwarzwald, wo wiederum eine ganze Reihe Haushalte beteiligt sind und man vor allen Dingen sieht, wie man die verschiedenen Situationen im Verteilnetz geeignet oder wie man auf diese verschiedenen Situationen im Verteilnetz reagieren kann, ob dort Engpässe drohen, Engpässe da sind. Das sind unterschiedliche Ampelfarben, gelb, rot oder auch eben grün, wenn alles in Ordnung ist. OCTIC, ein Projekt, wo es um Resilienz geht in einem Quartier und dann die Möglichkeiten, wie man auf Störungen geeignet reagiert durch Dezentralisierung von Steuerungsmaßnahmen. Dual Charge, da geht es um Elektromobilität, um Ladeinfrastruktur
in einem Wirtschaftsquartier hier in Karlsruhe, in Durlach, die Raumfabrik, hat eine Tiefgarage, wo Ladeinfrastruktur installiert wird. Und Smart East, da geht es speziell um das Quartier, das Sie gerade eben gesehen haben. Das wird uns nachher in einem Vortrag vorgestellt. Thema Mobilität ist am FZI traditionell sehr stark vertreten, und zwar insbesondere bei der Thematik autonomes Fahren. Wir haben das Testfeld autonomes Fahren, wie alle anderen Projekte auch, natürlich ein Verbundprojekt mit vielen Partnern. Das FZI hat hier die Federführung, und als ein Teil eigentlich auch dieses Testfeldes oder in dem Zusammenhang gibt es das Projekt EVA Shuttle. Das ging im letzten Jahr sehr stark durch die lokale Presse hier, nicht nur lokal, auch national, weil dort eben On-Demand-Busse gefahren sind, autonom durch ein Stadtquartier hier in Karlsruhe, und die Menschen von ihrem Wohnsitz zu ihrem Zielort gebracht haben, selbstfahrende Busse. Show ist ein großes EU-Projekt, wo es auch geht um automatisierte städtische Mobilität. Was machen wir in solchen Projekten? Wir wenden unsere Methoden an. Ich habe ein paar einfach hier kurz aufgeführt. Wir beschäftigen uns natürlich mit Simulation. Voraussetzung dafür ist geeignete Modellierung. Es werden im Prinzip digitale Zwillinge der Quartiere erstellt. Es wird modelliert auf verschiedene Art und Weise, auch durch Nutzung von künstlicher Intelligenz, indem man aufgrund von Beobachtungen Modelle automatisch erzeugt, zum Beispiel mit neuronalen Netzen. Künstliche Intelligenz ist auch wichtig bei der Bilderkennung. Bilderkennung ist ein zentrales Thema, wenn es um autonomes Fahren geht. Und Optimierung hatte ich schon erwähnt. Und dann ist ein wichtiges Thema, das wir auch in unseren Projekten bearbeiten, ist natürlich die IT-Sicherheit. Denn wenn wir von smarten Quartieren reden, reden wir halt über Informations- und Kommunikationstechnik. Und da spielt halt die IT-Sicherheit eine ganz große Rolle. Ich will die Zeit gar nicht weiter in Anspruch nehmen. Das sind die Themen, die wir am FZI machen. Und das, was wir jetzt gleich hören werden, sind drei Vorträge. Einmal aus dem Bereich Logistik von Herrn Schönung über das Thema von der Fabrik ins Quartier. Also das ist genau die Logistik. Wie kommen die Waren von außen in das Quartier hinein? Dann der Vortrag über Smart East, den ich schon kurz angedeutet habe, von Herrn Schlenzig und Herrn Lösch. Und schließlich wird das Bauhaus Mobility Lab vorgestellt und dort vor allen Dingen der Verkehrsaspekt. Ich finde übrigens das Thema Bauhaus Mobility jetzt sehr interessant, weil wir hier in Baden-Württemberg gerade im Rahmen des C-Cells ein Energiesystem Bauhaus gerade entwickeln, in dem eben das neue Energiesystem im gesellschaftlichen Dialog entwickelt werden soll. Ich denke, da sind noch einige interessante Interaktion möglich, weil ja in Weimar auch ein Quartiersprojekt tatsächlich läuft im Zusammenhang mit diesem Bauhaus Mobility Lab. Und jetzt freue ich mich auf die Vorträge. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schmeck. Ich würde tatsächlich ganz kurz eine Frage aus dem Chat aufgreifen, wo es um eine Begrifflichkeit geht, und zwar die Frage, warum denn aktuell hauptsächlich von Quartieren gesprochen wird und nicht mehr so sehr von Stadtvierteln. Handelt es sich da eher um ein Modewort oder hat es einen tieferen Sinn? Das hat keinen tieferen Sinn. Es hat sich einfach eingebürgert, dass man davon von Quartieren redet. Also im Englischsprachigen redet man von District, und es hat sich einfach eingebürgert. Ja? Also man kann, wir reden sonst über, natürlich auch von Stadtvierteln, aber ein Quartier kann eben auch ein Dorf sein. Es muss nicht unbedingt ein Stadtviertel sein. Es ist halt eine Wohn- und Gewerbe, ein Zusammenschluss von Wohneinheiten und Gewerbeeinheiten. In der Regel, wo unterschiedliche Arten von Akteuren zusammenwirken. Macht es dann aber flexibler, die Gebiete oder die Quartiere neu zu schneiden, unabhängig jetzt von historisch gewachsenen Viertelbezeichnungen, die vielleicht auch gar nicht so richtig passen, weil da irgendwie die Gegebenheiten dann nicht so sind, wie man es jetzt bräuchte für das Projekt. Das würde ich auch so sehen. Also wir werden das auch sehen bei dem Quartier Smart East. Das ist nicht wirklich ein Stadtviertel. Es ist schon die Oststadt Karlsruhe, aber die Oststadt Karlsruhe ist wesentlich größer. Und hat man halt ein Quartier herausgeschnitten, ganz speziell definiert. Okay. Wunderbar, herzlichen Dank. Ich hoffe, das konnte die Frage dann beantworten. Und wir würden dann auch gern unseren nächsten Referenten vorstellen. Herr Dr. Frank Schönung, Leiter der Forschungslogistik und Produktion von SEW Eurodrive GmbH und Co. KG.
Herr Schönung hat Maschinenbau studiert und auch promoviert am Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme am KIT und war danach dann auch als Abteilungsleiter an diesem Institut tätig, bevor er dann in die Forschungsabteilung der SEW Eurodrive gewechselt hat. Herr Schönung interessiert sich für Systemarchitektur für mobile Assistenzsysteme und den daraus resultierenden Integrallogistiklösungen sowie für intermodalen Transport und urbane Logistik, also ideal passend hier in das von Herrn Schmeck aufgezeichnete Feld. Herr Dr. Schönung, wir freuen uns auf Ihren Vortrag von der Fabrik ins Quartier. Hört man mich jetzt? Wunderbar. Jawohl, wir hören Sie. Vielen Dank, Herr Dr. Schaub, für die Vorstellung. Ich gebe mal noch meinen Bildschirm frei. Genau, also nochmal herzlich willkommen auch von mir hier bei den smarten Quartieren. Der Herr Schwab hat mich vorgestellt, eben ich bin hier in der Forschungsabteilung der SEW und dort für die Logistik und Produktion auf verschiedenen Ebenen zuständig. Mein Vortrag heißt Von der Fabrik ins Quartier, eigentlich geht es um smarte Quartiere, aber ich werde jetzt diesen Titel aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten. Erster Blickwinkel sehen wir schon mal hier auf der Titelfolie. Im Hintergrund die Fabrik, das ist unser Großgetriebewerk in Bruchsal und im Vordergrund sehen Sie einen mobilen Assistenten aus dem EFOI Campus Projekt. Der Herr Schmeck hat das, Professor Schmeck hat das auch schon angesprochen. Da sind wir Projektleitung von der SEW. Also das ist zwar ein gestelltes Bild, aber keine Fotomontage. Also das heißt hier der erste Blick Quartier und Fabrik. Eines der wichtigsten Themen, wenn wir ins Quartier schauen, ist auf jeden Fall die Logistik. Das ist auch Thema dieses Vortrags. Wir haben einen Begriff eingeführt für uns, sekundäre Mobilität. Ich weiß nicht, andere benutzen den Begriff wahrscheinlich auch. Meistens betrachten wir eher die Personenmobilität. Aber was passiert, wenn wir auf unserem Handy eine Bestellung auslösen, auf dem Tablet eine Bestellung auslösen? Damit lösen wir eine sekundäre Mobilität aus. Und der Bedarf, der ist sehr groß und der Bedarf, wir brauchen uns jetzt die Slides nicht genau anschauen, die Diagramme, aber wir wissen, dieser Bedarf, der steigt sehr stark an und der Trend, der setzt sich weiter fort. Und der Anstieg ist deutlich größer als der Bedarf nach der Personenmobilität, also nach dem Anstieg sogar. Das heißt, erster Aspekt, eben diese Logistik, Professor Schmeck hat es schon gesagt, es reicht nicht nur, die Logistik im Quartier sich anzuschauen, sondern wir müssen ins Quartier kommen. Es wird nicht ganz so einfach sein, wie hier dargestellt, aber die Lösung, die wir brauchen für den Anstieg der Logistik, dieser sekundären Mobilität, das sind nicht die, die wir heute haben. Da müssen wir mehr tun. Wie es genau aussieht, da werden wir jetzt einen kleinen Blick drauf werfen. Ich werde ein paar Ansätze zeigen, wie wir uns das zum Teil vorstellen können. Zweiter Aspekt von Fabrik ins Quartier ist, gibt es nicht Lösungen aus der Fabrik, die wir übertragen können aus Quartier? Und das haben wir in verschiedenen Forschungsprojekten, auch zum Teil die, die Sie genannt haben, Professor Schmeck, die wir gemeinsam mit dem FCDI auch durchführen, haben wir das getan. Was können wir da übertragen? Wir haben in der Fabrik Materialversorgungsprozesse. Also bei uns, bei unseren Produkten haben wir Losgrößen von 1,2. Das heißt, jeder Tag sieht anders aus. Jede Materialversorgung sieht anders aus. Wir haben dynamische Ziele. Ein Ziel wird einmal versorgt an einem Tag, am zweiten nicht. Einmal habe ich einen hohen Durchsatz, einmal einen geringen. Und das ähnelt schon relativ gut der Paketversorgung innerhalb von Quartieren. Wir haben Entsorgungsprozesse. Das heißt, beispielsweise in unserer Elektronikfertigung, da nutzen wir die gleichen mobilen Logistikassistenten für die Materialversorgung wie auch für die Entsorgung. Also wir transportieren Ware und Müll eigentlich. Behältermanagement, können wir da was übertragen auf die urbane Logistik? Das ist eine Frage, die wir uns stellen. Und wenn wir auf die Materialflusstechnik schauen, dann sieht die anders aus als in der Vergangenheit. Früher hat man starre Fördertechnik gehabt. Inzwischen nutzen wir, ich muss gerade auch mal auf meinen Laserpointer schalten, nutzen wir mobile Assistenten, beispielsweise Montageassistenten. Auf Montageassistent wie diesem hier wird ein Auto montiert, hier werden Getriebemotoren montiert und das werden unsere Logistikassistenten. Das heißt, die Fördertechnik wird in der Fabrik mobil. Jetzt ist die Frage, nutzt uns das was im Quartier? Ja, und zwar deshalb, weil in den letzten Jahren ein Baukasten entstanden ist, ein Technologiebaukasten und die Schlüsseltechnologien, die wir hier abdecken müssen, das sind eigentlich die gleichen wie im Quartier auch. Ich muss eine robuste Energieversorgung haben.
Ich muss eine robuste Kommunikation haben. Wir brauchen Lokalisierungs- und Navigationslösungen. Und die Personensicherheit, in der Fabrik dürfen wir schon autonom fahren. Es ist einfacher, weil wir eingewiesenes Personal haben. Aber es gibt Ansätze und die wollen wir jetzt versuchen zu übertragen auf andere Bereiche in der kompletten Logistikkette. Und ich habe jetzt mal ein paar Beispiele dabei. Das sind zum Teil Machbarkeitsstudien, zum Teil Dinge, die umgesetzt wurden, was man da übertragen kann. Beispiel, komplett modulares Containerterminal haben wir uns da überlegt. Ich kann das so konfigurieren, dass es einen hohen Durchsatz hat oder eine hohe Lagerkapazität. Wir haben die Materialflüsse über diese Abtreppung, die Sie sehen können, schon auf mehrere Ebenen direkt verteilt. Also es gibt keine Engpässe, weil ich nur auf dem Boden fahren kann. Ein Beispiel, das irgendwo in der Logistikkette auf jeden Fall zum Einsatz kommen kann. Andere Lösung für den intermodalen Transport, unsere Logistikkapsel. Die Logistikkapsel ist eigentlich ein standardisierter Ladungsträger, der in der Lage ist, vor Witterung zu schützen, vor Zugriff zu schützen und der sich bewegen kann mit kleiner Geschwindigkeit und sich damit selbst umschlagen kann. Also das heißt, ein Transport dieses Ladungsträgers auf dem LKW wäre denkbar, auf der Bahn oder Straßenbahn und je nachdem, wie ich das gestalte, kann ein Direktumschlag sogar zwischen diesen Verkehrsträgern möglich sein. Die Kapsel kann kommunizieren, kann also auch weitergeben, was sie im Bauch trägt und kann somit Informationen weitergeben, gleichzeitig mit dem Material, das sie eigentlich transportiert. Weiteres Beispiel, auch das hat Professor Schmeck schon genannt. Das ist das EFOI Campus Projekt, ein Verbundprojekt, bei dem wir jetzt wirklich im Quartier angekommen sind. So, wenn ich es jetzt noch schaffe, den Film zu starten, genau. Dann sehen wir hier. Das war eben die sogenannte synchrone Zustellung. Also was wir machen ist, wir versorgen hier in Bruchsal ein komplettes Quartier, wir ver- und entsorgen das Quartier. Das Fahrzeug trägt Boxen, also das heißt auch hier aus der Fabrik abgeschaut, wir haben Behälter. Und mit diesen Behältern können wir jetzt unterschiedliche Logistiklösungen realisieren. Es gibt ein Quartiersdepot, dort kommen Pakete an, dort wird auch Müll abgeholt. Jetzt können wir die Pakete in diesen Boxen zustellen, das heißt, wenn Sie heimkommen abends, dann nehmen Sie Ihr Smartphone, bitte bringen wir die Ware. Oder es gibt die zweite Möglichkeit, Sie haben ein sogenanntes Dock. Hier ist ein erster Prototyp zu sehen. Inzwischen sind die Docks kleiner. Das heißt, die finden eigentlich da Platz, wo Sie heute Ihren Mülleimer stehen haben. Das heißt, ich habe ein Dock, kann mir eine Box anliefern lassen, die entweder auf dem Fahrzeug verriegelt ist oder in dem Dock. Und wenn ich dann heimkomme, kann ich die Box öffnen, kann mich authentifizieren und das Paket entnehmen, Paket verschicken. Und auf den Nachbardocks sind die Müllbehälter, die dann zyklisch zum Beispiel abgeholt werden. Die zweite Zustellmöglichkeit ist, das Fahrzeug kommt zu mir, weil ich es gerufen habe und ich entnehme aus der Box, die sich auf dem Fahrzeug befindet, die Ware und kann sie damit entnehmen. Also hier sind wir jetzt wirklich mit Lösungen, mit Technologiemodulen aus der Fabrik, mit Prozessen, wie wir es in der Fabrik haben, im Quartier angekommen, im smarten Quartier angekommen und haben erste Lösungen. Der Betrieb soll jetzt hier im April tatsächlich starten. Das heißt, es gibt einige schöne Möglichkeiten, wie wir über die Logistikkette hinweg Logistik machen können. Jetzt gehe ich aber nochmal zurück in die Fabrik. Was machen wir da weiter? Wir modularisieren die Fabrik. Das heißt, ich habe die einzelnen Arbeitsstationen, einzelne Fabrikmodule und die verkette ich jetzt aber nicht mehr strikt miteinander, sondern ich parallelisiere die zum Teil. Ich kann damit über die Anzahl der Module, kann ich die Leistung der Fabrik modulieren und ich habe jetzt die mobilen Assistenten, um die miteinander zu verbinden. Aber was mache ich eigentlich? Ich spanne ein Netzwerk auf. Und jetzt ist die Frage, was hat das wieder mit der Logistikkette zu tun? Wir haben ja Netze, wir haben Verkehrsnetze, wir haben Straßennetze. Aber ich glaube, was wir in der Zukunft tun müssen, das geht nochmal deutlich einen Schritt weiter. Und zwar haben wir einzelne Lieferpunkte zum Ver- und Entsorgen. Wir haben verschiedene Netzwerke, zum Beispiel eins, das Lieferwagen nutzen können, eins, das Privatautos nutzen können, Lieferroboter, Lastenräder und vielleicht haben wir sogar Tunnelsysteme, die wir noch mit einbinden können. Was ist jetzt aber der Unterschied? Wir denken heute in der Logistik immer in den gleichen Logistikketten, also nicht in den Netzen, die uns eigentlich zur Verfügung stehen, sondern ich nutze immer wieder den gleichen Umschlagspunkt, um vom Punkt A dann letzten Endes bis zum Quartier zu kommen. Sogar die Zustellbezirke
sind wenig dynamisch, die sind eigentlich statisch, die verändern sich nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich ändern muss. Ich werde den gleichen Transport heute mit dem Lastenfahrrad machen und morgen mit dem Lieferroboter und übermorgen vielleicht mit dem Lieferwagen kombiniert mit dem Lieferroboter. Und ich glaube, da haben wir noch keine guten Lösungen. Das sind jetzt Herausforderungen, denen wir uns zukünftig definitiv stellen müssen, bis hin zum Quartier, aber schon ausgehend von der Fabrik. Da habe ich noch einen dritten Aspekt von Fabrik ins Quartier. Wir können auch hier die Charts jetzt nicht genauer anschauen. Das linke Bild zeigt eigentlich, wir haben zukünftig oder auch heute schon Versorgungsschwierigkeiten. Was Energie angeht, da hat sich heute Nacht wahrscheinlich auch noch mal einiges getan, aber auch für die ganzen anderen Materialien. Rechts nochmal dargestellt, es gibt das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das heißt, wir werden auch zukünftig gezwungen sein, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Wir kommen gar nicht anders aus, als dass wir Dinge wiederverwenden oder recyceln. Was heißt das jetzt, wenn wir die Logistikkette anschauen? Fürs Recycling, da gibt es bestimmt schon einige sehr gute Ansätze, aber gerade für Reuse, Retrofit, Refabrikationsansätze, also das heißt, wie arbeite ich bestehende Produkte wieder auf, dass ich sie weiterverwenden kann, da gibt es weniger Ansätze und die Logistik dahinter, die reicht bei weitem nicht aus für das, was wir da brauchen. Unsere Produkte von SEW, die haben Sie zu Hause nicht, aber ein Waschmaschinenmotor, der kann genauso wiederverwendet werden, wenn ich ein neues Lager einbaue. Und da muss die Logistik noch zukünftig aufgebaut werden. Und was ich persönlich super spannend finde, also das heißt, wir müssen es auch wieder zurück in die Fabrik und wieder ins Quartier schaffen. Was ich sehr spannend finde, gerade wenn wir speziell Quartiere betrachten, was wird es da zukünftig für Lösungen geben, dass Material vielleicht gar nicht mehr das Quartier verlässt, dass wir energieautark sind, da werden wir bestimmt im nächsten Beitrag noch einiges dazu hören, aber wie gilt es für andere Materialien? Besteht da vielleicht sogar die Chance, dass wir ein Quartier autonomer machen, dass wir dort schon einen kleinen Kreislauf auch für Materialien realisieren? Also wir haben jetzt einige Ansätze gesehen. Also ich glaube, die gute Nachricht ist, es gibt viele gute Ansätze. Es gibt Technologien, die wir für die smarten Quartiere verwenden können. Aber es gibt auch noch viele Herausforderungen, die wir heute schon versuchen, gemeinsam zu lösen. Und ich würde jetzt abschließen mit einem Appell, mit einer Aufforderung. Wir müssen es eigentlich tun, genau wie das Netzwerk, was ich vorhin schon gezeigt habe. Wir müssen uns vernetzen. Wir Firmen, Forschungspartner, auch Kommunen müssen sich vernetzen, um diese Herausforderungen, die wir haben, um ein Quartier smart zu gestalten, um ein Quartier versorgen und entsorgen zu können. Und deshalb, das ist mein Appell, lassen Sie uns das tun, lassen Sie uns gemeinsam an diesen Lösungen weitermachen oder damit anfangen. Und für uns Forscher ist es ja eigentlich immer, am liebsten würden wir uns um die Technik kümmern, aber gerade ist auch das Projekt EFOI Campus hier hat gezeigt, da ist die Politik auch mit dabei, da ist die Stadt mit dabei. Man kommt einfach nochmal einen Schritt weiter, wenn wir es schaffen, effizient in einer größeren Gruppe auch zusammenzuarbeiten. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion und die nächsten Vorträge. Ja, herzlichen Dank, Herr Schönung. Ein sehr schöner Schlussappell, der, denke ich, perfekt zum FZI Open House passt, wo ja eben genau die Vernetzung zwischen unterschiedlichen Akteuren im Vordergrund steht und auch der Austausch und das gegenseitige Lernen, ich denke, passt ideal. Vielen Dank. Ich freue mich auch wirklich auf die Diskussion nachher. Da waren jetzt wirklich richtig tolle Ansätze dabei. Mit dem Blick auf die Zeit und da auch keine weiteren Fragen kamen, würde ich jetzt auch hier tatsächlich auf eine Rückfrage verzichten und direkt den dritten Punkt anmoderieren. Es geht jetzt um das schon mehrfach zitierte Projekt Reallabor Smart East. Vorgestellt wird es von Dr. Christoph Schlenzig, Hauptgesellschafter und Vorsitzender des Unternehmensbeirats der 721 Informationssysteme. Und nicht nur das, sondern er ist auch Gründer dieser Firma. Und die Firma unterstützt seit 20 Jahren die digitale Transformation energiewirtschaftlicher Prozesse mit maßgeschneiderten Softwarelösungen. Der Physiker, Ingenieur und leidenschaftliche Energiewissenschaftler setzt sich aktiv für die Energiewende ein und entwickelt neue, innovative Smart Energy Geschäftsmodelle. Er ist Gründungsmitglied und Vorstand der Smart Grids Plattform BW, Vorstand des Karlsruher Energienetzwerkes Focus.energy und Mitglied des Energiebeirats der Technologienregion Karlsruhe. Den Vortrag hält er allerdings nicht alleine, sondern zusammen
mit unserem FZI-Kollegen Manuel Lösch, zu dem ich auch gleich noch was sagen werde. Vorneweg hat mich Herr Schlenz sich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass er nachher um 15 Uhr einen Anschlusstermin hat und da sehr pünktlich raus muss. Das heißt, bei der Diskussion wird er wahrscheinlich nicht mehr da sein. Aber dafür haben wir dann ja Herr Lösch, der in den Themen optimal drin ist, wie man gleich hören wird. Manuel Lösch studierte Informatik und Wirtschaftsinformatik. Neben Auslandssemestern in den USA und der Republik China sammelte er Praxiserfahrung im Bereich der Softwareentwicklung bei IBM Research and Development sowie bei SAP Research. Seit 2013 ist Manuel Lösch am FZI tätig. Dort forscht er an IT-basierten Lösungen für das Energiesystem der Zukunft. Seit 2018, genauso wie ich, Abteilungsleiter. Er allerdings in der Forschungsabteilung Intelligente Information und Kommunikation in technischen Systemen. Sein besonderes Interesse gilt der netzdienlichen Erschließung von Flexibilität in Stromverbrauch und Erzeugung. Ergebnisse seiner Forschung werden im FZI Living Lab Smart Energy präsentiert. Lieber Manuel, lieber Herr Dr. Schlenzig, wir freuen uns auf Ihren Vortrag Smart East als Reallabor für die Energiewende in der Stadt. Ja, besten Dank, Stefan, für die Einführung. Ja, wir werden, wie gesagt, dieses Projekt gemeinsam vorstellen. Das ist ein Projekt direkt vor unserer Haustür im FZI. Ja, um das FZI herum, verschiedene Liegenschaften. Ja, noch kurz zu mir die Ergänzung, Abteilungsleiter im FZI in der Gruppe von Professor Schmeck. Wir beschäftigen uns da ja mit verschiedenen Themen der Energieinformatik, immer im Kern die Optimierung, so dass man erneuerbare Energien möglichst effizient in unsere ja, Energiesysteme integrieren kann. Ja, wie gesagt, wir stellen das Projekt gemeinsam vor mit Christoph Schlenzig und ich würde den Ball auch direkt Christoph hier weitergeben. So, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, glaube ich, heute mit meiner Internetverbindung, aber ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Ich möchte Ihnen heute das Projekt mit dem Manuel Lösch zusammen vorstellen, Smart East, das Gewerbequartier in der Karlsruher Oststadt. Das ist ein Quartier mit Bestand, ein Bestandsquartier mit Gebäuden, 200 Jahre alt, zum Teil bis Neubauten. Und wir wollen in diesem Reallaborprojekt dieses Quartier in ein smartes, energieoptimiertes und klimaschonendes Quartier transformieren. Das Projekt hat einen langen Vorlauf gehabt. Wir haben 2 Jahre gebraucht, bis es zustande kam. Und zwei Institutionen hatten daran einen großen Anteil, nämlich unser Oberbürgermeister, der dieses Projekt unbedingt haben wollte, und das Umweltministerium, das dieses Projekt auch haben wollte, dieses Reallaborprojekt, und das auch mit 1 Million Euro fördert. Partner sind das FZI. Sie sehen auch hier auf der Karte, das Bild haben Sie vielleicht schon vorhin beim Herrn Schmeck gesehen, das haben Sie jetzt vielleicht wiedererkannt, das Bild in der Mitte. Links sehen Sie das Quartier. Und Herr Dr. Blattner, das Quartier ist eigentlich kleiner als ein Stadtviertel. Wir haben also da Gebäude rausgeschnitten, die aneinander grenzen. Links bei der Nummer 1 ist das FZI, wo heute das Open House eigentlich normal stattfinden würde, wenn wir keine Pandemie hätten. 2 ist die Technologiefabrik, das älteste Gründerzentrum in Deutschland. 3 ist das Cyberforum und die Höpfnerburg. 4 ist ein Mehrgenerationenhaus. 5 das Eiwerks, und wir werden das gleich noch mal näher sehen. Und 6 ein Wohngebäude. Und Teilnehmer, Partner an diesem Projekt ist das FZI und das KIT. Wir von 71 als Vertreter der IT-Industrie und die Stadtwerke Karlsruhe als der lokale Energieversorger. Uns ist es gelungen, alle Stakeholder an Bord zu holen, also auch die Mieter und die Immobilieneigentümer. Die Technologiefabrik, das Cyberforum und die Höpfnerbräu. Und wir haben auch noch die Netzwerke, die erwähnten, an Bord. Insbesondere hat hier uns die Smart Grids Plattform BW als Scharnier zwischen Politik, Forschung und Industrie geholfen, die Idee zu gebären. Manuel, die nächste Folie. Jetzt wollen wir nämlich Sie einladen zu einem kleinen Flug über das Quartier. Hier vorne sehen Sie jetzt die Höpfnerburg.
in der das Cyberforum auch zu Hause ist, also ein ganz modernes IT-Unternehmernetzwerk in einem ganz alten Gebäude. Wir fliegen jetzt auf die andere Straßenseite in der Karlsruher Ortstadt. Das ist, Sie sehen die Technologiefabrik und was man dort auch sieht, ein großes Dach, kein PV. Manuel? Genau, und hier sehen wir das FCD House of Living Labs, wo wir ja eigentlich unser Open House hätten jedes Jahr, wenn Corona nicht wäre. Das links ist die Hüpfner Villa, Privatwohnung und Bürogebäude sind da drin. Ja, und hier dargestellt, das ist ein neues Startup-Zentrum von der Hüpfnerbräu erbaut. Ja, ist mittlerweile auch schon ein fünfgeschossiges Gebäude da und ist für Startups der Industrie 4.0 vorgesehen. Das hier ist ein Mehrgenerationenhaus mit einer Kindertagesstätte, mit einem Bäckerei drin und einem Pflegeheim. Ja, man hat auch da gesehen, dass das Dach aktuell noch nicht mit Photovoltaik beglückt ist, aber das wird noch geschehen. Ja. Und das ist nochmal das ganze Quartier dargestellt, die einzelnen Gebäude, die wir eben gesehen haben. Das FZI ist eben links hinten dargestellt, das ist hier nicht im Bild. Ja, und die Herausforderung ist letztendlich, die ganzen Gebäude, die wollen letztendlich energetisch versorgt sein, die brauchen Strom, die brauchen Wärme, Kälte, die nutzen zum Teil Gas. Ja, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Ganze zu optimieren, wirtschaftlich zu machen und zu zeigen, wie man mit neuen Geschäftsmodellen damit letztendlich auch mit Energiewende Geld verdienen kann. So, um dieses Projekt umzusetzen, das vor einem Jahr gestartet ist, haben wir uns vier Aktionsfelder definiert. Das erste Aktionsfeld ist der Klimaschutz natürlich, denn wir wollen ja ein klimaschonendes Quartier herstellen. Und hier ging es erstmal darum, die PV-Potenziale im Quartier zu erschließen, also wo die Dächer zu prüfen, wo PV-Anlagen gebaut werden können, um die Eigenerzeugung zu erhöhen und natürlich die Sektorkopplung, das heißt Strom, Wärme, Kälte und Mobilität optimal zu vernetzen. Genau, das zweite Aktionsfeld ist die Digitalisierung. Wir wollen schauen, wie man sinnvoll und effizient Energieerzeugung und Verbrauch digital erfassen kann in der Plattform, wie man die verschiedenen Anlagen vernetzen kann und damit eben diese Sektorkopplung hinkriegen kann und den Betrieb der Anlagen optimieren kann. Das dritte Aktionsfeld sind Geschäftsmodelle. Das Umweltministerium hat uns ganz klar den Auftrag gegeben, wir sollen kein neues Konzept entwickeln, sondern wir sollen die bestehenden Konzepte ausprobieren und auf ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüfen. Das heißt, wir wollen auch genau untersuchen, ob für Stadtwerke oder Energieversorger Geschäftsmodelle rentabel sind, wie viel Margen, wie viel Geld man sparen oder verdienen kann und welche Kosten dem gegenüberstehen, um diese neuen Geschäftsmodelle am lebenden Objekt auszuprobieren und zu erproben. Genau, und das vierte Aktionsfeld ist die Partizipation. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ist ja ein Reallabor. Wir haben gesehen, es sind die verschiedenen Stakeholder involviert, Eigentümer, Mieter bis hin zum Anlagenbetreiber und dem regionalen Energieversorger. Die sind mit an Bord. Und wir haben auch einen Anwenderkreis, wo wir im engen Austausch sind, wo wir die gewonnenen Ergebnisse weiter kommunizieren und wollen da als Reallabor letztendlich auch die Vorlage für weitere smarte, energieoptimierte Quartiere sein und zeigen, wie man eben die Energiewende vor Ort bringen kann, wie man durch neue Geschäftsmodelle anreizen kann, dass erneuerbare Energie vor Ort ausgebaut wird. Ja, und warum machen wir das? Warum gerade jetzt? Einfach, weil sich in dem ganzen Umfeld durch die Energiewende, durch unsere ganz klaren Ziele, erneuerbare Energien auszubauen, einiges ändert. Man könnte rechts beliebige Ziele hinschreiben, auf Bundeslandebene, auf Länderebene. Aber so der Endpunkt ist ein bisschen der European Green Deal. Bis 2050 wollen wir die Klimaneutralität. In Deutschland ist das Ziel 2030 80% Erneuerbare in der Stromerzeugung zu haben. Ja, dadurch ändert sich einiges. Wir haben links dargestellt die Energiebereitstellung, die wird dezentraler. Wir haben Photovoltaik auf den Dächern in den Quartieren, keine wenige hundert großen Kraftwerke mehr, sondern Millionen kleiner Erzeuger. Wir haben CO2-Bepreisung mittlerweile seit letztem Jahr auch im Verkehr und im Wärmesektor. Wir kriegen ganz neue Lasten durch die Elektromobilität, sind da plötzlich von signifikant höheren Lasten im Verteilnetz mit signifikant höheren Lasten konfrontiert als bisher. Ja, und das Ganze wirkt sich auch im Stromhandel und im Netzbetrieb aus. Die Entscheidungen werden da viel kurzfristiger. Der Handel, der ist mittlerweile nicht mehr mit langer Vorlaufzeit für große Zeitfenster, sondern kurzfristig, teilweise auch innertäglich.
Und ja, Energie wird ja in kleineren Zeitfenster gehandelt, einfach weil die hohe Wetterabhängigkeit, die hohe Fluktuation sich auch hier niederschlägt. Ja. Und Smart Meter ist auch was, was wir in der Praxis mittlerweile finden. Jetzt das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende in Deutschland. Ja, mittlerweile haben die meisten von uns in ihrem Keller, das kennt man, einen digitalen Stromzähler hängen. Manche davon sind kommunikationsfähig und können damit eben auch ja, die Schnittstelle nach draußen zwischen Liegenschaft und Energieversorger abbilden. Ja, in diesem ganzen Umfeld, in diesen Veränderungen, die alle just im Moment, ja, so in diesen Jahren stattfinden, bewegen wir uns mit Smart East. Ja, und was sind denn jetzt die Potenziale der energetischen Vernetzung? Ja, Quartiere sind insbesondere deswegen interessant, weil man in Quartieren eine große Anzahl an Energieerzeugern und Verbrauchern vorfindet, über die verschiedenen Sektoren hinweg. Ja. Wir haben in diesem Quartier Stromerzeugung durch Photovoltaik, ein kleiner Teil auch durch Blockheizkraftwerke. Wir finden Wärme, Blockheizkraftwerke eben und ja, teilweise gibt es ja auch noch neue Mehrfamilienhäuser, die gebaut werden, wo dann Wärmepumpen drin sein werden. Wir finden Kälte, ganz klar in den Büroräumlichkeiten ist Raumklimatisierung ein großes Thema, aber es ist eben auch die Brauerei vor Ort, wo Prozesskälte dann ein wichtiger Punkt ist. Ja, und Elektromobilität wird stark ausgebaut. Ja, wir haben hier mehr als 100 Parkplätze in diesem Quartier, Tiefgaragen. Und das Ziel ist, in der Ausbaustufe, in der letzten Ausbaustufe, mehr als 100 Ladepunkte in diesem Quartier zu haben. Ja, und was diese Sektoren verbindet, ist letztendlich der Sektor Strom und die Stromerzeugung mit Photovoltaik und Windstrom. Die schwankt immer mehr. Das ist das große Problem. Und indem man jetzt eben diese Sektoren im Quartier koppelt und optimiert, kann man zum einen auf diese Schwankung reagieren, aber zum anderen eben auch ja, monetäre Vorteile erzielen. Ja, und wie Christoph Stenzig schon gesagt hat, dem Umweltministerium, dem Fördergeber von dem Projekt, war ganz wichtig, dass wir hier nicht einfach eine weitere Potenzialanalyse machen, sondern dass wir ganz konkret bezogen auf das, was heute oder in den nächsten 2, 3 Jahren in naher Zukunft in der Praxis umsetzbar ist, zu gucken, was da wirklich neue Geschäftsmodelle sein können. Ja, kann man grob klassifizieren, neue Geschäftsmodelle in diese 3 Bereiche. Zum einen lokale Energieverbünde, da ist Mieterstrom ein großes Thema. Wir haben gesehen, es gibt ja, verschiedene Gebäude, wo Mieter und Eigentümer des Gebäudes ja, auseinanderfallen. Und hier ist eine große Herausforderung, muss auch erstmal abgewickelt werden, wenn der Eigentümer den Strom seiner PV-Anlage an die Mieter verkaufen will. Ja. Das ist ein klassisches Geschäftsmodell, was man heute schon in der Praxis findet. Das findet so langsam den Weg in die Praxis. Ja, im Quartier, im Areal ergeben sich dann noch weitere Potenziale, indem man, ja, die einzelnen ja, Areale zusammenschaltet und auch schaut, wie man den Nachbar über Strom beliefern kann. Das ergibt natürlich auch große Potenziale bezüglich der Erhöhung des Eigenverbrauchs, wenn ich an Elektromobilität denke oder an flexible Klimatisierung, die zeitlich steuerbar ist. Und ja, der zweite Punkt, der Netzlinie-Flexibilitätseinsatz, insbesondere die Elektromobilität, wenn ich an 100 ja, Ladepunkte denke, die alle morgens um 9 Uhr auf den Parkplatz kommen, laden wollen, ist natürlich die Verringerung der Lastspitze ja, ein ganz naheliegendes Geschäftsmodell, dass man da Geld sparen kann, indem man eine geringe Anschlussleistung braucht. Und man kann auch dynamisch auf Steuersignale des Netzbetreibers reagieren. Und die dritte Säule, die Flexibilitätsvermarktung, ja, das ist das Thema dynamische Strompreise, das Geschehen an der Strombörse, wo, ja, wo erneuerbare Energien, Wind- und Photovoltaikstrom in einer hohen Preisfluktuation auf Viertelstundenbasis ja, resultieren. Da kann man partizipieren und dagegen optimieren. Und Regelleistungen, das sind jetzt gewisse Dienstleistungen, viele verschiedene Dienstleistungen, Regelleistungen wie Dispatch, die werden kleinteiliger und kurzfristiger. Und Quartiere als neue Akteure können an diesen Systemdienstleistungen, die letztendlich die Stabilität im Stromnetz sichern, teilnehmen. Ja, und wir untersuchen praxisnah mit den gesehen Gebäuden, was eben sinnvolle Geschäftsmodelle sind, die künftig Stadtwerke ihren, ja, ihren Kunden anbieten können. Weil die mit einem Problem konfrontiert sind, die Stadtwerke, dass wenn die Leute vor Ort Energie erzeugen, ja, können die Stadtwerke keine Kilowattstunden mehr verkaufen, aber könnten potenziell ja das ganze Management dieser Energieanlagen vor Ort als Dienst anbieten. Dann würde ich Christoph an dich übergeben.
Ja, ich möchte kurz auch in die Zeit verweisen. Ja, wir sind gleich beim Schluss. Okay. Ich habe gesagt, dass der große Trumpf dieses Projekts ist, dass alle Akteure mit an Bord sind. Und wir wollen also quasi diese Akteure miteinander verbinden, damit sie an dem Projekt mitmachen können. Und was bedeutet das in der Praxis? In der Praxis heißt es, sie teilen die Daten mit uns und sie ermöglichen uns Zugriff auf ihre Anlagen, die eine Flexibilität haben. Das sind zum Beispiel das Blockheizkraftwerk, Klimaanlagen oder auch die Ladepunkte, die Ladesäulen. Und die Smart East-Plattform verbindet dies nun alles. Sie verbindet Daten und Prozesse. Das heißt, die Daten, die von den einzelnen Teilnehmern landen, in der zentralen Datenhaltung über den Information Broker. Und dort wird quasi dann das zentrale Energiemanagement für das Quartier aufgesattelt. Und wir wollen jetzt quasi noch eine zusätzliche Rolle definieren, den Quartiersenergiemanager, der jetzt quasi dieses Quartier managt und alle Anlagen betreibt und die Anlagen optimiert und abrechnet. Wir haben dann Portale aus der Sicht unterschiedlicher Stakeholder, aus Betreibersicht des Betreibercockpit, aus Mietersicht des Mieterportal. Den Vermieter interessiert natürlich auch die Abrechnung der ganzen Dienstleistungen im Quartier und für die Optimierung gegenüber die Märkte haben wir noch eine Anbindung an Märkte und Netz. Aber damit möchte ich es schon belassen. Manuel, ich übergebe dann an dich für die letzte Folie. Genau, und zusammenfassend, ja, die vier Aktionspunkte, ja, Klimaschutz, wir haben gesehen, wir wollen den CO2-Emissionen im Quartier minimieren. Wir wollen zeigen, wie das Ganze durch Digitalisierung über eine Plattform, die wir entwickeln, möglich wird und wie eben künftig damit Stadtwerke, Energieversorger mit neuen Geschäftsmodellen auch, ja, auch wenn wir die Energiewende mit einem hohen Anteil an Vororterzeugung haben, Geld verdienen können. Und Partizipation, ganz wichtiger Punkt. Wir haben gesehen, es müssen Mieter, Eigentümer, Anlagenbetreiber, Energieversorger zusammenarbeiten. Und ja, Interessierte sind auch gerne eingeladen. Wir haben einen Anwenderkreis, wo wir regelmäßig Ergebnisse vorstellen und auch für Impulse offen sind, sind da gerne eingeladen, sich auch für diesen Anwenderkreis im Nachgang zu melden. Ja, und damit wären wir am Ende und stehen später natürlich für Fragen, Diskussionen gerne zur Verfügung. Jawohl. Vielen Dank. Herzlichen Dank euch und Ihnen für den Vortrag. War auch wirklich sehr spannend. Ja, und bringt natürlich auch Karlsruhe wieder näher, wo wir heute jetzt alle gewesen wären. Wenigstens hier jetzt dann auch die Erinnerung an das Quartier. Auch bei mir im Hintergrund, ja, der Eingang zum Holl, der ist aktuell sicherlich nicht so frühlingshaft wieder zu sehen. Machen wir jetzt einen großen Sprung von Karlsruhe nach Weimar. Es geht weiter mit Professor Dr. Blank-Wiegenbeck, Leiter Professur Verkehrssystemplanung und Dekan der Fakultät für Bauingenieurswesen am Bauhaus-Institut für zukunftsweisende Infrastruktursysteme. Auch für ihn eine kleine Vorstellung. Er studierte Bauingenieurswesen an der Technischen Universität Darmstadt mit anschließender Promotion am dortigen Institut für Verkehr. Danach folgten Stationen in Planungsbüros und als Geschäftsführer unter anderem am Zentrum für integrierte Verkehrssysteme an der Technischen Universität in Darmstadt. In 2015 erhielt er den Ruf als Professor für Verkehrsplanungssysteme an der Bauhaus-Universität Weimar. Professor Blank-Wiedenbeck ist wissenschaftlicher Berater und Gesellschafter der PWP Systems GmbH, Mitglied des Vorstands der Bauhaus-Weiterbildungsakademie, Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Ortung und Navigation und Dekan der Fakultät Bauingenieurwesen der Bauhaus-Universität Weimar. Unterstützt wird er in seinem Vortrag von Professor Jürgen Bayer vom KIT. Herr Professor Blank-Wiedenbeck, wir freuen uns auf Ihren Vortrag Digitale Zwillinge und Reallabor, das Bauhaus Mobility Lab. Ich glaube, Manuel, du möchtest den Bildschirm nochmal freigeben, genau, sodass dann auch Herr Blank-Wiedenbeck auflegen kann. Ja, vielen Dank für die Einführung, für die Begrüßung. Herzliche Grüße aus Weimar. Ich versuche mal meinen Bildschirm zu teilen und freue mich sehr, heute in Karlsruhe zu sein, wenn auch nur online. Der Co-Betreuer meiner Doktorarbeit war vom KIT oder damals noch von der Technischen Hochschule oder der Technischen Universität Karlsruhe, Professor Zumkeller. Ich bin immer sehr gerne in Karlsruhe gewesen. Ich freue mich auch auf die Veranstaltung heute hier. Ja, ich möchte das Bauhaus Mobility Lab vorstellen. Ein sehr schönes, ein sehr großes Projekt, an dem wir involviert sind. Aber davor kurz zwei Sätze noch zur Universität, zur Professur. Wir beschäftigen uns mit Verkehr und Mobilität und das ist sehr vielfältig. Also das
da bezieht viele, viele Dinge ein. Also zum einen die Mobilität von Menschen. Da sind wir dann auch bei den Sozialwissenschaften, weil es darum geht, das Verhalten zu verstehen und vielleicht auch zu beeinflussen. Wir beschäftigen uns mit Infrastruktur, mit Planung, mit Verkehrssicherheit. Und insofern sind wir als Lehrstuhl sehr, sehr interdisziplinär auch aufgestellt und haben das auch in unser Bauhaus Mobility Lab versucht zu übertragen. Ich möchte eingangs noch drei Sätze sagen, auch zu dem, was uns im Moment im Verkehr bewegt. Man spricht ja häufig von der Verkehrswende und von anderen Dingen. Also da scheint sich herauskristallisiert zu haben, dass, so wie die Situation im Moment ist, viel geändert werden muss. Und die Vorredner haben ja schon wichtige Punkte auch angesprochen. Also ein Punkt: Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit. Im Verkehr sind mit die größten Potenziale in Bezug auf Einsparung von CO2. Dort können wir wirklich noch viel ändern. Elektromobilität ist da ein wichtiger Punkt. Und Verkehr ist auch ein sehr großer Verbraucher von Energie. Und es geht nicht nur darum, andere Energiearten zu finden, anstelle von Öl, vielleicht Windkraft, sondern es geht wahrscheinlich auch darum, generell weniger Energie zu verbrauchen. Nachhaltigkeit bedeutet aber beispielsweise auch, den Verkehr sicherer zu machen. Vision Zero ist die große Zielsetzung, die wir haben, also zukünftig irgendwann mal keine Unfalltoten mehr haben durch den Verkehr. Also Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit im Sinne des Green Deal der European Commission, im Sinne der Ziele, die Städte und unser Land haben, ist ganz klar ein zentraler Treiber. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr spannende Entwicklungen, gerade im Bereich der Digitalisierung, der Innovation. Uns stehen im Moment viel, viel mehr Daten zur Verfügung. Wir haben Möglichkeiten, völlig neue Geschäftsmodelle aufzusetzen. Verkehr ist auch ein großer Markt. Ich bringe immer gerne das schöne Beispiel der Stadt Erfurt, unserer Landeshauptstadt mit 200.000, 230.000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Diese Menschen dort geben jedes Jahr rund 1 Milliarde Euro für Mobilität aus. Und das mal hochgerechnet auf ein ganzes Land zeigt, wie groß dieser Markt ist und was dort an neuen Ideen auch umgesetzt werden kann, wo dort Technologien zum Einsatz kommen können. Der dritte Punkt ist, weil vorhin irgendjemand sagte, die Wissenschaftler wollen am liebsten nur Technik machen. Der dritte Punkt ist, Verkehr hat immer mit Menschen zu tun, Mobilität der Menschen. Und Mobilität und Menschen bedeutet, sie handeln auf eine Art und Weise, die viele Einflüsse hat. Also zum einen, welche Angebote habe ich? Habe ich ein Auto zu Hause? Habe ich eine Bushaltestelle vor der Tür? Habe ich ein Fahrrad? Was kostet mich das? Also ich kann über das Angebot an Verkehr oder an Mobilitätsservices das Verhalten beeinflussen. Mobilitätsverhalten bedeutet aber auch, hat viel mit Einstellungen zu tun. Und da gibt es sehr unterschiedliche Einstellungen bei den Menschen in Deutschland. Und wenn wir Verhalten ändern wollen, um Verkehr zu ändern, um beispielsweise das Thema der Klimaneutralität zu erreichen, dann müssen wir uns auch eben damit beschäftigen. Und gleichzeitig hat Verkehr, und wir sind ja hier im Quartier, das ist auch schon gesagt worden, auch sehr viel damit zu tun, wie die Menschen interagieren, also wie man sie beteiligen kann, Partizipation. Verkehr ist auch ein Aspekt, wo soziale Gerechtigkeit eine Rolle spielt und. Also auch das sind sehr spannende Themen, um die wir uns alle gemeinsam kümmern. Und wir sind sehr froh, dass wir vor rund 2 Jahren einen Zuschlag bekommen haben für ein Projekt gemeinsam mit vielen Partnern. Fraunhofer Gesellschaft ist Konsortialführer. Auch Kollegen vom KIT sind, aus Karlsruhe, von Fraunhofer sind da involviert. Einen Zuschlag bekommen haben für ein sehr großes Projekt, ein Reallabor aufzubauen im Bereich der KI-Ausschreibung des Bundeswirtschaftsministeriums. Ich muss das Logo des Bundeswirtschaftsministeriums unbedingt noch auf die Folie bringen, wo wir ein Reallabor aufbauen dürfen, am Beispiel nicht von Weimar, sondern unserer Landeshauptstadt Erfurt, mit den Themenstellen Mobilität, Verkehr, Logistik und Energie. Und ich möchte aber heute in erster Linie den Part, den wir in dem Projekt, in diesem Aufbau dieses Labors bestreiten, nämlich Mobilität und Verkehr, in einigen Punkten erläutern. Das sind so die Aufgabenfelder, mit denen wir uns beschäftigen. Und da möchte ich auf 2 unterschiedliche Begrifflichkeiten nochmal zum Sprechen kommen. Wenn wir von Mobilität reden, dann, wie eben auch schon ausgeführt, dann geht es um die Mobilität von Menschen. Mein Mobilitätsverhalten beispielsweise ist anders als das von anderen, geprägt von Wegen, von Verkehrsmittelwahl, von Entfernungen, die ich zurücklege. Auf der anderen Seite, wenn wir es dann mit Verkehr zu tun haben, ist das, was wir dann auf den Straßen sehen, Staus, Emissionen, Radverkehr, zu Fuß gehen etc.
Und da zählen wir auch die Logistik dazu. Wir beschäftigen uns also nicht mit der Logistik in der Industrie, sondern in erster Linie um die Aspekte, die im Quartier, in der Stadt mit einer Rolle spielen. Verkehrslogistik, könnte man sagen. Und in dem Projekt eben spielt eine sehr große Rolle das Thema, wie können wir mit den Daten, die wir jetzt zur Verfügung haben, umgehen? Was können wir da lernen? Wie können wir modellieren, simulieren, skalieren? Die Grundidee unseres Labors, unseres Bauhaus Mobility Labs ist zum einen, also am Beispiel der Stadt Erfurt, am Beispiel von bestimmten Quartieren, erstmal eine sehr gute Datenverfügbarkeit zu generieren. Daten zu Mobilität, zu Verkehr, zu Umwelt, zu Klima, Satellitendaten, Mobilfunkdaten, Einstellungs- und Verhaltensdaten etc. Also wir gucken, was können wir an diesen ganzen Daten, die frei verfügbar sind, die man einkaufen kann, wie können wir die erstmal generieren, verfügbar machen und auch lernen, mit diesen Daten zu arbeiten. Dann gibt es eine Vielzahl von Methoden und Kollege Bayer hat mich vor dem Vortrag nochmal darauf hingewiesen, hey, wir beschäftigen uns nicht nur mit Methoden der künstlichen Intelligenz, sondern auch mit vielen anderen Methoden und Verfahren, auch altbewährten Verfahren, aber natürlich auch mit Aspekten von künstlicher Intelligenz, um mit diesen Daten umzugehen. Das funktioniert aber nur, wenn es entsprechend, die entschuldige ich mich, dass ich nicht richtig gegendert habe, funktioniert aber nur, wenn wir entsprechende Expertinnen und Experten haben, die sowohl wissen, worum geht es, Verkehr, Mobilität, Logistik, wie gehe ich mit Daten um, welche Methoden kann ich anwenden, was will ich eigentlich erreichen. Also dieser Dreiklang von Daten, Methoden und Wissen ist so ein Grundansatz, der eigentlich ja auch selbstverständlich ist. Und dann kommt eben noch der vierte Aspekt dazu, dass wenn wir die Daten analysiert haben, simuliert haben, Szenarien gerechnet haben, dass wir dann eben in die freie Natur sozusagen rausgehen, also ins Quartier, in die Stadt, um dann die Dinge, die wir sagen, das sind eigentlich die besten Lösungsmöglichkeiten, die dann auch konkret ausprobieren. Und da ist dann wieder die große Herausforderung, methodisch auch, wenn ich mich im realen Experimenten bewege, wie kriege ich dann umgedreht wieder die Frage gelöst, ist das jetzt repräsentativ? Wie kann ich das skalieren von einer Stadt wie Erfurt auf eine Stadt wie Karlsruhe vielleicht? Was ist da übertragbar und was nicht? Und das sind so Punkte, die uns auch methodisch bewegen. Ich möchte das mal am Beispiel der Mobilität versuchen darzustellen. Laborinnovationen nennen wir das. Wie gehen wir damit um? Erstmal von den Daten. Wir haben sehr viel Daten zur Verfügung. Es gibt rund 300.000 Datensätze, repräsentativ erhoben, Mobilität in Deutschland, die das Mobilitätsverhalten von Haushalten in Deutschland beschreiben, sehr gut beschreiben. Das Ganze ist runtergebrochen auch auf einzelne Städte. Das sind die sogenannten SRV-Befragung gibt es für Karlsruhe, gibt es für Erfurt, wo wir dann einen Datensatz haben von rund 4.000 Haushalten. Auch das gleiche Mobilitätsverhalten in Bezug auf Verkehrsangebot und Verkehrsverhalten sehr gut runtergebrochen. Eine exzellente Wissensbasis. Ich habe vorhin gesagt, Mobilität, Verkehr, Verkehrsverhalten hängt immer auch mit Einstellungen ab. Dann haben wir uns an die Marktforschung gewandt und haben eben mit dem Sinus-Institut einen Partner gefunden, der exzellente Datenbasis und Wissensbasis hat zum Thema Milieus, also im Prinzip die Bundesrepublik in 10 verschiedene Milieus unterteilt, die sehr unterschiedlich sind, in sich relativ konsistent und die uns sehr viel Hinweise geben, wie die Menschen ticken, auf was sie reagieren, wie preissensibel sie, preissensitiv sind, etc. Also das sind die ganzen Daten. Wir haben auch Mobilfunkdaten, die Bewegungsprofile ergeben, Verkehrsmodell, etc. Aus diesen Daten generieren wir dann noch zusätzliche Befragungen. Stated Preferences ist da ein sehr gutes Werkzeug, um Lösungen zu entwickeln. Beispielsweise ein neues Tarifmodell für den öffentlichen Verkehr oder für den öffentlichen Verkehr mit verbunden mit anderen Angeboten für E-Scooter und Carsharing und weiß nicht was. Und wenn wir dann aus diesen Datenanalysen, aus den Befragungen optimale Konzepte entwickelt haben, dann gehen wir ins Experiment und probieren das aus an kleineren Anzahl von Probanden und Probandinnen sozusagen und schauen eben, ob das, was wir uns im Modell überlegt haben, ob das, was die Daten hergegeben haben, der Praxis auch standhält und korrigieren im Grunde genommen damit unsere Modellansätze. Mit der Zielsetzung dann aus den Daten, aus den Experimenten, ja, digitale Zwillinge zur Mobilität zu generieren oder andere Services, andere Dinge, die wir daraus lernen können,
abzuleiten. Das ist so ein wesentlicher Ansatz, also Datenanalyse, Modellierung, Befragung, Erhebung, qualitativ, quantitativ und Experiment. Mit einer Vielzahl von Fragestellungen, sind in vielen Bereichen auch Neuland für uns, nicht nur für uns, aber hoch, hoch spannend. Um zum Thema Milieus noch zwei Sätze zu sagen, hier mal eine Darstellung. Es gibt bei den Sinusmilieus werden also Einstellungen berücksichtigt, aber auch der soziale Status. Und dann gibt es beispielsweise das Milieu, das sogenannte sozial-liberal-intellektuelle Milieu oder eben auch die bürgerliche Mitte. Und für diese Milieus existieren eine Vielzahl von Kenntnissen. Also wir wissen relativ viel darüber, wie die Menschen in diesem Milieu aufgestellt sind, wie sie zum Beispiel in Bezug auf Verkehr, in Bezug auf Pkw-Verzicht oder in Bezug auf Carsharing Einstellungen haben, wie sie sich verhalten. Und das ist eine exzellente Basis, um unsere Modelle zu stützen. Und wir haben umgedreht, das ist jetzt nicht das Beispiel von Erfurt auf der Karte, sondern von Weimar, können auch ziemlich genau sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Quartiere den einzelnen Milieus zuzuordnen sind. Und das eben zu verschneiden mit den Mobilitätsdaten, mit unseren Befragungen, Erhebungen und Experimenten, bringt sehr viel interessante Erkenntnisse. Wir beschäftigen uns nicht nur mit Mobilität, Mobilitätsverhalten, Diensten und Services, sondern auch mit dem Verkehr, dem motorisierten Individualverkehr, mit dem öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV. Auch da, ich will gar nicht auf die einzelnen Datenquellen eingehen, eine Vielzahl von Daten, die wir nutzen können und mit denen wir noch gar nicht richtig gelernt haben, umzugehen. Und das ist auch nicht ganz trivial. Zum einen von der IT, von der Informatik her, die Datenbestände aufzubauen, verfügbar zu machen, die Daten zu prüfen. Keine der Daten sind wirklich perfekt. Es gibt Lücken, es gibt Fehler, Streuungen etc. Sie richtig zu bewerten, sie zu adaptieren, zu analysieren. Ja, das sind spannende Herausforderungen, wo wir nicht die Einzigen sind, die sich damit auseinandersetzen, aber wo eben doch eine unheimlich viel an interessanten Dingen drinstecken, aber was auch im Einzelfall dann, wenn man je tiefer man kommt, ja auch sehr herausfordernd ist. Ich bin schon ein bisschen über die Zeit, fürchte ich. Im Labor beschäftigen wir uns mit vielen weiteren Dingen. Das Bauhaus Mobility Lab mit unseren vielen Partnern hat viele Aspekte noch. Einige möchte ich noch kurz rausgreifen. Das eine ist, wir sind mit Kollegen aus anderen europäischen Städten dabei, einen Verbund von Labor, von Labs zu gründen, um Erfahrungsaustausch zu machen. Wir kooperieren eben in der Hinsicht, beschäftigen uns im Moment sehr intensiv mit der Frage der Incentivierung, also wie können wir Mobilitätsverhalten durch bestimmte Incentives verändern. Wir beschäftigen uns aber auch sehr intensiv mit dem Thema Verkehr, Bewegung von Fahrzeugen, Emissionen etc. Und ja, sind da, glaube ich, auf ganz gutem Weg. Das ist die vorletzte Folie. Das Labor dient natürlich zum einen dazu, zu forschen, Erkenntnisgewinn zu generieren. Daraus ergeben sich auch Promotionen. Wir binden das natürlich in das Studium und in die Lehre mit ein. Wir versuchen auch in Richtung Startups da das, was wir an Daten, an Know-how, an Möglichkeiten haben, mit einzubringen. Und wir kooperieren natürlich eng mit Partnern aus der Wirtschaft und aus der Industrie. Damit wäre ich auch am Ende und bedanke mich und auch im Namen von Kollegen Bayer, der auch hier mit an Bord ist, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und auf die Diskussion. Well, herzlichen Dank, Herr Blank-Wiedenbeck. Auch ein sehr spannender Vortrag. Zeitlich, ja, ein bisschen überzogen haben wir, aber ich denke, das hat jetzt im Großen und Ganzen gepasst. Mein Zeitplan, der hat fast genau so 10 Minuten haben wir jetzt noch für eine kleine Diskussionsrunde. Da würde ich auch gerne die Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauende animieren, noch in den Chat zu schreiben. Wir beobachten das und werden die Fragen dann auch aufgreifen und dann hier ins Panel tragen. Hier ist jetzt aber tatsächlich schon eine Frage zu dem letzten Vortrag. Und zwar ist die Frage, ob die Parameter der Milieus öffentlich zur Verfügung stehen. Kann ich gerne beantworten. Also wie gesagt, unser Partner ist das Sinus-Institut, das Marktforschungsinstitut. Sie sind in dem Bereich der Milieus einer der großen
Marktführer sozusagen in Deutschland, es gibt es auch international, sind ein wirtschaftlich tätiges Unternehmen. Das heißt, sie verkaufen ihre Daten und ihre Infopakete. Wir haben sie entsprechend auch über Unteraufträge mit eingebunden. Und wenn wir Experimente machen oder Forschungsprojekte, dann binden wir Sinus eben ein, um da die entsprechende Zuordnung zu den Milieus auch durchzuführen. Das ist ganz wichtig. Und dann steht aber eine Vielzahl von wirklich sehr interessanten Informationen zur Verfügung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, es gibt auch öffentliche Publikationen über die Milieus. Also das ist kein ganz großes Geheimnis. Wenn man das braucht, kommt man da dran. Das ist durchaus möglich, ja. Dankeschön. Ich sehe Herrn Schmeck, hebt die Hand. Ja, ich würde gerne zwei Fragen stellen, und zwar Folgendes. Wir haben jetzt sehr viel gehört über Geschäftsmodelle, und die entwickelt werden. Was mir nicht so richtig klar geworden ist in den Vorträgen, ist, inwieweit eigentlich diese Geschäftsmodelle jetzt Geschäftsmodelle sind für die aktuellen Akteure, also für die Stadtwerke, für große Logistikfirmen und so weiter, oder ergeben sich dort Chancen für völlig neue Akteure, die jetzt mit neuen Geschäftsmöglichkeiten auf den Markt kommen und sich dort betätigen können? Das ist die eine Frage, also wie dezentral kann das eigentlich werden, wie viel Neues wird es dort eigentlich geben, und vielleicht können wir dazu etwas hören. Und die zweite Frage ist, wir haben gerade noch mal einiges gehört zu den Daten. Heute Morgen in der Keynote hörten wir auch sehr viel über Daten, nämlich über die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Und ich frage mich, inwieweit die uns eigentlich hilft. Profitieren wir davon? Können wir davon profitieren? Eigentlich müssten wir das ja nutzen mit unseren Projekten aus dem Quartier in Erfurt, auch aus Smart East und aus ähnlichen Projekten. Soweit ich weiß, machen wir das nicht unbedingt immer. Aber vielleicht ist da noch einiges möglich. Ja, zwei sehr spannende Fragen. Ich würde vorschlagen, wir gehen sie vielleicht tatsächlich der Reihe nach durch. Und als erstes vielleicht dann die Geschäftsmodelle, die Sie ja auch zuerst in den Raum gestellt hatten. Ist jemand, der da antworten mag? Also ich kann gerne anfangen. Wenn ich jetzt gerade speziell unsere Projekte in der urbanen Logistik, also gerade das EFOI anschaue, das ist schon durchaus gedacht, dass man da neuen Spielern eine Rolle geben möchte. Also wir haben bewusst einen Weg gesucht, wie wir es schaffen, ohne die großen Paketdienstleister, CAP-Dienstleister wirklich an Bord zu nehmen. Hat verschiedene Gründe, und wir haben das dadurch geschafft, dass wir eben so ein Quartiersdepot jetzt haben. Das Quartiersdepot, das bietet die Möglichkeit, ganz, ganz viele neue Geschäftsmodelle eigentlich zu realisieren. Wenn ich so ein Depot habe, kann ich zusätzlich noch eine Speichereinrichtung mir vorstellen. Ich kann den örtlichen Handel mit einbeziehen, der vielleicht jetzt speziell für dieses Quartier Waren zur Verfügung stellt. Hier bei uns der Spargelbauer in Bruchsal, dass der sagt, okay, ich schicke morgens 10 Kilo Spargel ins Quartier, gibt ein Sonderangebot, dann kann ich die auch von diesem Quartiersdepot verteilen. Das heißt, der Betreiber dieses Depots oder der Betreiber des gesamten Liefersystems und Entsorgungssystems, der kann komplett neu geschrieben werden. Wir haben bei uns die BIG mit an Bord, die das jetzt für das Projekt übernimmt. Das könnten später Kommunen übernehmen, aber wir haben ganz bewusst sogar versucht, da neuen Spielern, anderen Spielern eine Rolle zu geben und nicht die klassischen Paketdienstleister eigentlich das zu übernehmen. Warum kriegen wir trotzdem die Pakete? Ist in dem Fall ganz einfach, wenn ein Kunde hier, und wir haben sehr viele Interessenten hier, das ist bei uns am Campus in Bruchsal, da gibt es Anwohner, waren früher Studentenwohnheime, das sind 80 Wohneinheiten, und da gibt es viele Interessenten, die mitmachen werden. Und wenn die jetzt einfach als alternative Lieferadresse das Quartiersdepot angeben, dann haben wir automatisch die Pakete, die wir ansonsten durch Verhandlungen mit den Paketdienstleistern hätten bekommen müssen. Das gestaltet sich bisweilen also schwierig, würde ich jetzt mal behaupten. Aber deshalb Antwort auf die Frage, ja, ganz bewusst wollen wir da neue Geschäftsmodelle, neue Player mit ins Spiel bringen. Gibt es vielleicht auch andere Ansätze? Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass man sich dadurch vielleicht die Alten zu Konkurrenten macht, die dann noch zusätzlich irgendwie Widerstand leisten, in Anführungszeichen. Da gibt es definitiv, glaube ich, noch andere Ansätze. Ich gehe jetzt ehrlich gesagt davon aus, dass wir dadurch, dass wir wirklich hier das Quartier bespielen können, weil wir Pakete bekommen und weil wir Pakete darüber auch versenden können, die Müllentsorgungsanbieter, die haben wir schon mit an Bord. Das heißt, die spielen tatsächlich mit.
Aber sobald es mal läuft hier, bin ich mir sicher, dass man dann sehr einfach ins Gespräch kommt mit den klassischen Dienstleistern, okay, dass man sich dann Modelle überlegt, wie man wirklich gemeinsam dann auch rangeht. Ja, also nur so initial dann vielleicht so eigentlich einmal ein Proof of Concept schaffen und dann genau, kommen die Großen schon und interessieren sich. Ja, das ist tatsächlich. Genau, weil tatsächlich ist es oft so, die Großen, die haben Interesse, sowas zu machen, aber dann wollen sie es halt allein machen. Das ist die Tatsache. Und deshalb, glaube ich, haben wir so eine ganz gute Verhandlungsbasis geschaffen, dass wir vielleicht wirklich neue, tiefliche Lösungen da noch draufsetzen können. Mhm. Dankeschön. Ich sehe. Bayer meldet sich. Herr Bayer, ja. Ja, vielen Dank. Ich würde da auch gerne direkt anschließen. Wir haben ja zum Glück in unserem Lab, im Bauhaus Mobility Lab, die Firma Siemens Digital Logistics, die aber Ihnen gegenüber sitzt, knapp vor dem Quartier mit an Bord. Und was sehr spannend ist, wir reden ja im Quartier beispielsweise auch von neuen logistischen Konzepten, also dass wir die Logistik nicht mehr über einen Logistikdienstleister wie klassisch, wie wir es momentan machen, abwickeln, sondern dass wir auch uns überlegen, ob wir so eine Art vielleicht Tante-Emma-Laden machen, Stichwort 2 Quadratmeter Mall. Das heißt, die Logistik wird organisiert aus dem Quartier heraus selbst. Wir hätten außen Versorgungszentren, wo angeliefert wird, aber die Logistik selbst wird dann organisiert aus dem Quartier oder aus der Stadt raus. Und eine der ganz spannenden Dinge, die da auftreten, ist, dass wir die Städte gewinnen wollen. Also im Bereich Mobilität, Verkehr habe ich gelernt, Sie finden in den Städten genügend Ansprechpartner in den Kommunen. Da ist der Herr Blank-Biedenbeck besser informiert als ich. Aber wenn Sie jemanden suchen, um beispielsweise City-Logistik zu machen, finden Sie niemand. Das ist gar nicht im Blickfeld der Städte. Mhm. Und eine von den Ideen, die wir jetzt haben, ist, können wir die Entwicklung, die Logistikentwicklung in den Städten auch zum Teil zu einer kommunalen Aufgabe machen. Und das würde natürlich zu völlig anderen Geschäftsmodellen führen. Und ich glaube auch, das würde den Markt tatsächlich aufbrechen. Das wäre auch eine Möglichkeit, um diese Idee, Städte kümmern sich um ihre eigene Quartierlogistik, auch zu exportieren. Das mal so als Anregung über eine mögliche Einbindung auch der öffentlichen Hand in diese Diskussion. Mhm. Vielen Dank. Ich sehe auch, Manuel meldet sich. Jetzt hängt, glaube ich, meine Verbindung. Ja. Bin ich noch da? Nee, wir hören dich jetzt. Ja. Ah, sehr gut, ja. Jetzt passt. Ich habe dich allerdings nicht gehört, aber ich würde gerne noch was ergänzen. Wenn ich das genau, mache. Ich habe dich aufgerufen, ja. Ja, zum Thema, sehr gut. Zum Thema Geschäftsmodelle. Im Energiesektor ist das ja eine ganz große Herausforderung bezüglich, wer künftig welche Geschäftsmodelle anbietet. Einfach, wenn man sich mal anguckt, Stromlieferanten, wie da die letzten Jahrzehnte kontinuierlich das Geschäftsmodell ablief, das war so, dass am Ende des Jahres ein Kilowattstundenwert vom Zähler abgelesen wurde, dass der dann mit 30 Cent multipliziert wurde und dass dann die Rechnung geschrieben wurde. Und das war's. Und die ganze Regulatorik im Energiesektor, die man darum hat, das ist ja, da haben wir es ja mit natürlichen Monopolen zu tun. Macht ja keinen Sinn, 2 Stromnetze parallel zu betreiben. Entsprechend ist da ein Regulator dahinter, der ganz viel vorschreiben muss, um aufzupassen, dass dieses Monopol nicht ausgenutzt wird. Und diese ganze Regulatorik, die wir im Energiesektor vorfinden, die ist halt auf diese alte Welt geframed und angepasst. Ja. Und die neuen Akteure, die solche Lösungen, wie wir jetzt hier in Smart East untersuchen, Energiemanagement, Anpassung von Verbrauch, abhängig von Erzeugung, die solche Geschäftsmodelle an den Markt bringen wollen, die haben da natürlich große Nachteile gegenüber den bestehenden Akteuren, die sich in der ganzen Regulatorik finden. Ja, und wir sind auch ganz konkret am FZI mit unserem Spin-off InnoCharge dabei, das Thema Smart Charging, also die Entscheidung, wann innerhalb der Standzeit ein Elektrofahrzeug laden, dann, wenn es günstig ist, am Strommarkt, das in die Praxis zu bringen. Und da sind wir auch genau mit diesen Herausforderungen konfrontiert. Mhm. Vielen Dank. Ich sehe direkt, Herr Schmeck möchte auch noch da was beitragen. Ja, ganz kurz. Ich fand das, was Herr Bayer gerade gesagt hat, über den Bereich Logistik, wie sich dort eben aus dem Quartier heraus Akteure beteiligen können, das sehen wir ja genauso im Bereich Energie. Das hat Herr Lösch gerade eben auch kurz angesprochen. Da sehen wir eben das Potenzial für
sehr viele kleine dezentrale Akteure, aber die Regulatorik passt noch nicht dazu. Und da ist einfach einiges zu tun. Da können wir eigentlich nur hoffen, dass wir das schaffen jetzt mit der neuen Regierung, dass es dort etwas besser vorangeht, gerade in der Richtung. Also das ja. Und wir können auch was dran tun, dass wir die Konzepte eben wirklich deutlich machen und dann diese Konzepte wirklich nach außen wirklich darstellen. Und wenn es Hürden gibt in der Regulatorik, dann sollten wir eben auch gemeinsam daran arbeiten, diese Hürden wirklich sehr klar den Entscheidungsträgern in der Politik deutlich zu machen, damit sich dort auch wirklich etwas ändern kann. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und unter den verbliebenen Zuschauern ist noch jemand aus der Politik, der das dankbar aufnimmt und vielleicht in seine entsprechenden Gremien reinträgt. Das haben die schon gehört. Herr Blank-Wiedenbeck hat noch einen Beitrag. Ich wollte auch noch mal zu der Eingangsfrage von Kollegen Schmeck zu dem Thema Geschäftsmodelle und wer sind die Player noch was aus dem Bereich Verkehr beitragen. Wenn man das Beispiel Carsharing mal nimmt, das erste Carsharing-Angebot in Deutschland war angeblich, ist in einer Kreuzberger Kneipe Ende der 70er Jahre um einen alten Mercedes herum entstanden, war erfolgreich, dann gab es genossenschaftliche Ideen, dann sind daraus kleine Firmen geworden. Irgendwann haben dann Mercedes und Volkswagen das Geschäftsmodell entdeckt, sind jetzt am Markt und mittlerweile ist es ein Thema, das Google und die großen Internetkonzerne auch beschäftigt. Also sieht man sehr schön, wie von Start-up bis Großkonzern eigentlich Geschäftsmodelle möglich sind und wie sich sowas entwickelt. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, wie sich Verkehr verändert, wie sich Mobilitätsbedürfnisse verändern, wie sich Möglichkeiten aus der digitalen Welt, wo der Verkehr noch ziemlich weit hinten ist eigentlich im Vergleich zu anderen Branchen, bin ich sicher, dass da eine Vielzahl von Ideen im Moment entstehen, die auch irgendwie am Markt ankommen werden. Ja, und auch jetzt gerade mit Carsharing auch wieder zurückgeht, da habe ich auch jetzt schon Angebote gesehen, dass man sich als Privatperson ein Fahrzeug kauft und das dann als Sharing-Fahrzeug in ein Netzwerk einbringt und da dann quasi selbst der Unternehmer bestätigt wird mit dem Privatbesitz, der dann da quasi in die Sharing-Flotte eingegliedert wird. Also, ja, oder ich vermiete vermiete meinen Parkplatz, den ich tagsüber nicht brauche. Und ach, gibt ganz viele tolle Ideen. Wirklich, ja. Definitiv, ja. Ja, vielen Dank für die rege Diskussion. Wir sind jetzt tatsächlich schon ein bisschen über der Zeit drüber, haben somit gar keine Zeit mehr, die Datenfrage zu adressieren. Ich denke, da hätten wir wahrscheinlich auch noch ausgiebig drüber diskutieren können oder auch ganz generell in der Runde hier noch sehr viel weitere Zeit füllen. Nichtsdestotrotz möchte ich an der Stelle die Diskussion beschließen, mich nochmal ganz herzlich bei allen Speakern bedanken für die Beiträge, die Vorträge, die Einblicke in die Forschung, die rege Diskussion zum Schluss. Herzlichen Dank dafür, dass Sie am Open House hier mitgewirkt haben. Auch herzlichen Dank an die Zuschauer, die sich bereit dazu geschalten haben, die uns hier beigewohnt haben. Ebenfalls einen herzlichen Dank an die Technik und an die Vorbereitung. Katharina Glock, die mit mir jetzt gemeinsam das vorbereitet hat, dieses Forum. Vielen Dank. Und der nächste Programmpunkt, ich glaube, Sie müssten meinen Monitor sehen, wäre dann die Closing Session 15.30 Uhr bis 16 Uhr nochmal mit einem Abschlusspanel. Da wird es ein Wiedersehen geben mit Manuel Lösch. Kann dort dann ja vielleicht nochmal die Diskussion von hier fortführen in einer bisschen anderen Runde. Dort dann auch moderiert von Professor Marius Zöllner als letzte Veranstaltung des heutigen Open House. Herr Schwab, bevor Sie jetzt verschwinden, von unserer Seite aus Weimar ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass Sie das hier alles aufbereitet haben und die Möglichkeit für diese Diskussion auch bieten. Das wird von uns sehr, sehr geschätzt. Also ganz herzlichen Dank von unserer Seite. Ja, sehr gerne. Wir sollten den Kontakt wirklich aufnehmen und pflegen. Also wir suchen den haben wir ja, den haben wir ja, Herr Schmeck. Herr Schwab und ich sind in engem Austausch, glaube ich. Ne? Aber wir müssen mal mehr draus machen, das stimmt wohl. Ja. Also auch von mir nochmal vielen Dank für die gelungene, sehr gelungene Veranstaltung. Und ich freue mich drauf, dann hoffentlich nächstes Jahr vor Ort die Diskussion weiterzuführen. Das wäre noch schöner, ja, glaube ich. Aber auch als Online-Veranstaltung wirklich ein gutes Format. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
Ja, vielleicht auch an die Zuschauer, Zuschauerinnen. Es gibt auch eine Möglichkeit, noch Feedback einzubringen über den Link url.fzi.de/feedback-oh22. Würde mir uns natürlich sehr freuen, wenn da jeder zum Transferforum oder auch zu der Gesamtveranstaltung noch sein Feedback hinterlassen würde, sodass wir dann auch nächstes Jahr das noch besser machen können, auch wenn es dann hoffentlich wieder ein anderes Format mit mehr Präsenz sein wird. Ich denke, der hybride Anteil wird uns sicherlich erhalten bleiben, also dass es die Möglichkeit gibt, sich zuzuschalten. Ich glaube, da geht es kein Weg mehr in die Vergangenheit, das wird dabei bleiben. Genau, von dem her jetzt wirklich herzlichen Dank und noch einen schönen Rest Open House.